Hallo Leute, herzlich willkommen zum Donnerstagabend-Livestream. Ich begrüße ganz herzlich meine Zuschauer auf Twitch, die heute live dabei sind. Und natürlich begrüße ich auch meine YouTube-Zuschauer, die ab jetzt jeden Tag eine Folge von Adrenzewart auf YouTube bekommen. Ja, in diesem Projekt sind mit dabei die Gamer Biene, der Kenny Wetal, der Dirk, der liebe Wisi und der Deichsel. Und was heute an Arbeit ansteht, das schauen wir nach dem Intro. Bis dahin. Wie lange wir noch auf Adrenze warten, Lust haben. Oder ob man sich dann irgendwann eine neue Karte sucht. Ja, aber der Server, den gibt es ja noch bis Ende des Jahres. Nee, Sagtest du ja. nee, nee, bis Mai oder Juni. Okay. Also der Server, der ist bis Mai und Juni und da wird auch immer wieder ein LS-Projekt drauf stattfinden. Gut. Nur irgendwann ist die Karte ja auch ausgelutscht, ne? Ja, klar. Wenn es ausgelutscht ist, dann muss man sich Ist was Neues leer. suchen. Eben, Dann das ist ist das leer. nächste zu. Genau. Das nächste zum Auslutschen. Ja. Ich hätte ja mal Lust auf eine Originalkarte zu wechseln, ne? Was haltet ihr denn von so einem Vorschlag mal, statt eine Modkarte? Mir ist das relativ wurscht. Müsste man mal überlegen. Müssen wir dann mal in Ruhe besprechen. Ja, aber doch ist das ja nicht so weit. Genau. Jo, Und je nachdem wird. Ja? Dirk ladet schon mal. Also wird gleich eine Alles Synchro klar. kommen. Und je nachdem, was nachher bei unserem Gespräch rauskommt, sehen die Sachen eventuell ja eh anders aus. Also ich mache auf jeden Fall ein LS-Projekt weiter. Ja, alles gut. Das werde ich auch nicht wegnehmen, weil LS ist ja auch eine Sache, was ich gerne spiele. Also. Aber ich habe da halt ein, zwei Anliegen an euch. Da ist die Synchro. Komm mal ein Schlückchen trinken. Synchro. Also hat das schon mal geklappt, Doc findet auf jeden Fall schon mal den Server. Wie gesagt, ich hatte vorhin
überhaupt keine Probleme, weil der das Update bei mir schon gezogen hatte, als ich die Konsole angeschmissen habe. Ja, ich habe aber heute Mittag den zweimal neu gestartet, den Server. Aber ich schätze mal, dass Dirk zu dem Zeitpunkt das Update noch nicht hatte. Weil ich auch erst hinterher gelesen habe, dass es ein Update gab. Deswegen wurde wahrscheinlich auch der Server angehalten, damit die das Update drauf spielen können. Kann gut sein, ja. Wenn Dirk nicht die Auto-Update-Funktion nutzt, sondern manuell, dann hängt er unter Umständen nach, ja. Das weiß ich nicht, da müsstest du ihn fragen. Wenn er gleich in die Party kommt. Denke ich mal. Guten Abend, Madison. Schön, dass du auch mal wieder reinschaust. Na, alles fit bei dir? Oh, es geht weiter. Kann nicht mehr anhalten. Durch das Synchronisieren, ich kann nichts mehr machen bei mir. Aussteigen. Es gehen keine Knöpfe mehr. Dann Wo bist du? raus aus dem Game. Aus dem Server. Oh, leck mich doch. Super. Wo bist du denn? Ja, ich war jetzt gerade oben zurückzufahren. Oh, ich bin hänge jetzt irgendwo in den Bäumen drin. Sehr schön, läuft. Du warst schon öfters da, aber dann nur im Lurk. Okay. Ja, dafür erstmal danke, dass du mich so supportest. Scheiß. Bleib ruhig, Deichsel. Ich hol dich erstmal aus der Trecke, aus den Bäumen wieder raus. Und Dirk schreibt: Sorry, sorry, Deichsel. Ja, soweit. Warte immer noch, dass mein Techniker kommt. Wieso Techniker? Wow, was denn jetzt los? Bei mir ruckt das gerade übelst. Jo, bei mir auch. Bei Biene? Dabei nicht. Bei Biene läuft es normal. Hopp, jetzt geht's wieder. Hoffe ich. Gibt doch viel Scheiße. Danke, Vampi. Nix. So. Wieso kommt dein Techniker, Maddie? Deichsel, ich habe deinen Trecker geborgen. Ja, danke. Bitte. So, und wieder rum hier. Irgendwo hier muss er da. Sehr schön, das passt. Ja. Ich kann ja gar nicht mehr streamen, Konsole für einen Arsch. Moment, eben wenn denn. Ab. Und höp. Oh, nicht schon wieder ruckeln hier. Konsole für den Arsch und PC hängt sicher immer auf. Oh, das ist mies. Da hast du schon zwei Dinger und dann funktioniert nichts. Jetzt der Versuch auf Dualset. Was heißt Dualset? So, schauen wir mal. Vermisst du das Streamen? Ja, das glaube ich dir. Wie eine Anhänger könntest du noch holen.
Stacks Design mache ich auch noch gerade voll. Ich habe die Kopfhörer auf Vampir. Ich kriege das nicht mit, ob es draußen extrem regnet. Warte mal. Ich höre nichts. Ich habe allerdings auch alle Fenster und so zu. Nee, bei uns regnet das Gott sei Dank mal nicht. Ein PC, der den anderen PC und Konsole systemtechnisch steuert. Okay. Wow. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Ich kann mir vorstellen, dass das ein paar Kröten kostet. Oh ja, da kann es von ausgehen, ja. Da kannst du ja eigentlich alles neu gucken. Kommt drauf an, wie alt die Sachen sind, ne? Weil eine PS5 neu kaufen. Kostet auch mal im 600 €, ne? Oder 500 €. Was, das Synchronisierung. kostet dich nichts. Zum Glück, warum das? Das ist cool. Hey, es geht weiter. Schauen wir noch mal. Haben wir diesen Punkt da jetzt geändert? Ja, sehr schön. Also hier den Fleck, den kriege ich nicht weg. Genauso wie hier den Fleck oder auch diesen. Also das sind so kleinere Fehler, die sind jetzt halt da. Müssen wir mit klarkommen, Leute. So, und jetzt. Wir haben ja hier oben nicht so gutes Gebiet, hier nicht gutes Gebiet. Was ja noch, upsala, was ja noch bepflanzt werden muss. Wir brauchen noch Kartoffeln und Zuckerrüben. Da haben wir ja gesagt, die hauen wir da drauf. Das eine auf das eine Feld, das andere auf das andere Feld. Ist ein Arbeitskollege, der das machen kann. Muss aber eben warten, bis er mal Zeit hat. Ah, okay, ja, ist so was. So, und wir haben unten noch, Moment, ich zeige euch das nochmal. Und hier haben wir nochmal ein Feld mit Lehm und hier mit sandigem Lehm. Wenn wir jetzt gucken, Lehm ist niedrig, sandiger Lehm ist Standard bei allen Sachen. Dann überlegen wir bei Lehm, was wir da eventuell noch anbauen, was wir gebrauchen können. Ich soll Kenny leiser machen. Wieso, Weizen Dirk? können wir gebrauchen. Normalerweise musst du ihn bei dir leiser machen, wenn er zu laut ist. Ja, jetzt ist die Frage, bin ich bei dir im Stream zu laut? Das weiß ich nicht. Ja. Er sagt nur, kannst du Kenny bitte leiser machen? Kartoffeln, Zuckerrüben. Die brauchen nichts. Und dann hatte ich überlegt. Dirk, wo soll ich Kenny denn leiser machen? Das musst du mir dann bitte erzählen. Können wir eigentlich nochmal Weizen raushauen? Ist auch doof. Ha. Ja. Machen wir es anders. Und zwar. Jetzt besser, da, Dirk. Wir machen. Ja. Verdammt, wir haben ja hier auch noch das Feld. Ich bin im Stream leiser als er. Ah, okay. Ja, du kennst Kenny. Kenny hat so mal so eine Stimme. Yep. Okay. Was brauchen wir viel? So, jetzt müssen wir anders überlegen, Leute. Das ist klar. Saatgut und Herbizid.
Herbizid müssen wir uns mal gerade im Hinterkopf behalten. Herbizid Gut, hast du doch auch noch gehabt. wenn es jetzt besser ist, Jörg, dann bin ich ja zu froh. Was haben wir? Nee, Kenny, der hat ja noch Herbizid gehabt. Hä? Wo? Da, wo ich die Sackschüssel abgeholt habe, da war noch Herbizidkübel drin. Was macht denn da Herbizid Also, drin? wenn ich, sah zumindest aus, also ich kann mich täuschen, aber da sah irgendwas mit Herbizid aus. Vor allem Herbizid kommt nicht in einen offenen Anhänger, der kommt in einen Tanker, ist flüssig. Kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Wempi, wahrscheinlich jetzt am Wochenende. Also Samstag oder Sonntag. So, hier brauchen wir wieder jede Menge Saatgut. So, hier haben wir Ette. Na, da Kartoffeln, Zuckerrübenschnitzel. Ja. Ja, Wempi, vorher schaffte ich das leider nicht. So, für Saatgut. Ach, Moment, hatten wir nicht überlegt, Mais? Weil wir Mais schreddern können zu Häckselgut und Häckselgut können wir hier ja auch den normalen Mais. So, dann gucken wir mal gerade. Mais, fällt das hier drunter? Ja, Mais haben wir da auch. Das heißt, Bist wir du ab, machen. fertig mit Ableiten, Hanke? Wir Ich la ich machen lade jetzt gerade Mais. ab. Und dann ist fertig. Auf die Felder. Ja, ich. Noch Biene müssen abladen. Ja, den Rest Silage lassen wir drinne. Genau, weil Mais war vorher nicht ready. Ja, dann haben wir Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben, die wir noch säen müssen. Dann wissen wir auch, hier und hier kommt Kartoffeln und Zuckerrüben hin. Und da und auf die Felder kommt dann dementsprechend der Mais hin. Und Mais können wir erst nächsten Monat machen, aber also nächste Woche. Aber hier können wir gleich schon mal den Rest anpflanzen. So, Ette machen wir erstmal aus, den lassen wir hier so stehen, um gleich nochmal nachzugucken, ob alles passt. Du hattest alles abgeholt, ne? Gut, dann hüpfe ich nämlich mal eben in den Traktor da hinten rein. Biene macht die 10 Millionen voll. Hoffentlich, aber Biene hat auch nur einen Anhänger, ne? Ja, trotzdem, 37.000. Das passt. Wären 10 Millionen. Und, yeah! Hey! Ziel erreicht, So, Ziel erreicht. Feierabend, Feierabend. Bei jedem 3 Millionen und 3,3 Millionen für jeden von uns. Ja. Sehr gut. Bin ich dabei. Ich auch. Unglaublich. Unglaublich. So, und wenn man jetzt bedenkt, bevor wir angefangen haben zu verkaufen, hatten wir 189.185. 155.000. 189.508. 158. Hört Ich sich ja hab's einig. Mir extra aufgeschrieben, da ich's, Ach bevor so. ich die erste Ladung verkauft habe. Okay. Wie so ein altes Pärchen. Nee, 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 Ja, nee, 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 dann können wir gleich eigentlich gerne schlafen gehen. okay, gute Nacht. Wer geht? Der zuerst zu Hause ist. Ich bin gerade auf dem Hof. Ja. Sag, wenn du schlafen gehen wollen würdest, weil ne, wir sind ja alle noch mit laufenden Motoren unterwegs. Ja, ich drehe nur den Traktor zur Reparatur um und dann gehe ich schlafen. Ja, sag vorher Bescheid, damit wir Motoren ausmachen können, ne? Ich hab Motor aus. Ich komme gerade erst auf den Hof an, deswegen ich muss noch Motor ausmachen.
Hopp. Nochmal einen an Dirk, bist du auch bereit? Wer Dirk denn überhaupt schon? Ach! Das ist wieder das Problem. Wenn Dirk das jetzt nicht hört, dann können wir nicht schlafen gehen. Wo ist Dirk? Dirk ist auf Feld 170. Warte, Dirk ist bereit. Ah, gut. Okay, also auf geht's. Jupp. Jupp. Schlafen. Um 7, ja? Ja. Nee, mach ruhig jetzt um 8. Jetzt habe ich um 7 gemacht. Ja. Dann gucken wir mal, wie hell es ist, sonst haust du noch eine Stunde dran. Ja. Groß ja einfach nur auf 8. Ach, ist doch okay, also, oder? Komm, mach nochmal ein Stündchen. Geht jetzt. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Geil, jetzt haben wir den 4. Februar, witzig. Hä? Aha. Ja, denn weiter schlafen? Ja, moin. Jetzt nutze ich gerade die paar Sonnenstrahlen, die ich hier habe. Was ist das hier? Ey, jetzt sag mir nicht, hier steht tatsächlich noch Unkraut. Ist das Unkraut? Ja, ist Unkraut, okay. Wenn ich anpflanze, dann passt das. Motor ist aus, ich wäre ready zum Schlafen. Ich auch. Aber die Pferde waren jetzt nicht geritten. Hm. Willst du jetzt jedes Mal zwischendurch erst wieder die Pferde reiten? Ich sage nur, was gefehlt hat, ne? Ja. Hätte jeder mal eben eins reiten können. 5. Februar. Ja. Weiterschlafen? Ja. Ja. Oh, Regen. Hä? Wo? Gerade? Bei dem Regen. Ja. Beim Hinrich. Oder ich hab's in verpasst. War nur ganz kurz. Da ist auch wieder Regen, ich ja, hör's.